Die meisten stellen sich so wie ich unter Geld Bargeld vor und denken dabei an den Spruch, nur Bares ist Wahres. Aber in unserer Zeit, wo einfach alles digital ist, ist das nicht irgendwie total von gestern? Bargeld gibt es zwar schon sehr lange, dennoch ist das heute verwendete Bargeld ein hochmodernes Produkt. Bevor es erfunden wurde, haben Menschen Dinge getauscht, etwa Getreide gegen Bekleidung oder Salz gegen Metall. Der direkte Warentausch stellte sich mit der Zeit jedoch als problematisch heraus, vor allem dann, wenn Güter getauscht werden sollten, die nur eine geringe Haltbarkeit, wie Lebensmittel, aufwiesen, nicht teilbar waren oder in keinem guten Tauschverhältnis standen. Daher haben vor mehreren tausend Jahren alte Hochkulturen angefangen, Münzen zu prägen. Im Laufe der Zeit stellte man aber fest, dass große Mengen an Münzen doch nicht so praktisch waren und vor allem der Transport sehr mühsam war. Man erkannte den Vorteil des Geldes in Form von bedrucktem Papier. Papiergeld, auch als Banknoten bezeichnet, wurden in China schon im 11. Jahrhundert, in Österreich ab dem 18. Jahrhundert verwendet. Banknoten bestehen aus Papier, Baumwolle oder Kunststoff und haben einen relativ geringen Materialwert. Sie stehen aber stellvertretend für den aufgedruckten Wert, den sogenannten Nominalwert. Voraussetzung für das Funktionieren des Bargeldsystems ist das Vertrauen in die ausgebende Stelle und das Vertrauen, dass Banknoten und Münzen von jedem jederzeit in Waren oder Dienstleistungen umgetauscht werden können. Wo kommt das Bargeld eigentlich her? Okay, aus dem Bankomat oder von der Bank. Aber wie kommt es in den Bankomat? Und wer macht das Geld? Zuerst wird das Geld hergestellt, also gedruckt oder geprägt. Wenn die Banknoten in einer Banknotendruckerei fertig gedruckt bzw. die Münzen in einer Prägeanstalt fertig geprägt sind, werden sie von den Zentralbanken übernommen und an die Geschäftsbanken verteilt. In Österreich ist die GSA, die Geldservice Austria, für die Verteilung verantwortlich. Die Geschäftsbanken bringen das Bargeld in Umlauf, geben es also an Konsumentinnen und Konsumenten und Unternehmen aus. Die Konsumentinnen und Konsumenten können über Bankomaten Geld beheben, um in Geschäften zu bezahlen. Der Handel wird mit Wechselgeld bestückt, welches dann wieder an die Konsumenten weitergegeben wird. Auch der Rückfluss des Geldes aus der Wirtschaft erfolgt über die Geschäftsbanken, die das gesammelte Bargeld wieder an die Zentralbank zurückführen. Die Zentralbank bearbeitet das retournierte Geld. Kaputte oder alte Scheine und auch Fälschungen werden bei der Überprüfung aus dem Verkehr gezogen. Danach stellt sie das bearbeitete Geld zusammen mit frisch gedrucktem oder geprägtem Geld zur Wiederausgabe zur Verfügung. Diesen Kreislauf nennt man Bargeldkreislauf. In Österreich ist die Österreichische Nationalbank für den Bargeldkreislauf verantwortlich und sorgt für Stabilität und Sicherheit beim Bargeld.